Hallo und recht herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt, einer Pilotfolge der FIFA 21 Spielerkarriere. Wir übernehmen den Feldspieler in der zweiten Fußball-Bundesliga. Es wird richtig spannend. Ich habe einiges für euch vorbereitet. Die Folge gibt auch einiges her, weil es sind echt spannende Spiele. Wir sehen es hier schon auf der Videowand und die Spieler laufen auch schon ein. Ich stehe in der Startformation und wir haben uns hier was richtig Cooles ausgesucht. Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich spiele bei Nürnberg, ja, also natürlich als Braunschweiger, nein, ich spiele nicht bei Hannover 96. Wir sind zu Gast als erstes. Alle weiteren Informationen gibt's gleich. Jetzt legen wir erstmal los. Anstoß, ihr seht es auch schon, auch hier benutzen wir die Pro-Kamera. Und ja, die Spielerkarriere in FIFA auch mit veränderten Einstellungen, aber natürlich anderen Einstellungen als jetzt hier in der Torwartspielerkarriere. Und da bin ich auch schon am Ball. Müssen wir aufpassen. Also da, oh, das ist schön gespielt, das ist schön gespielt. Oh mein Gott! Ja, also die Spielerkarriere tatsächlich als Feldspieler hat auch viel mehr Möglichkeiten und so, als jetzt hier tatsächlich als Torwart. Wir gehen gleich schon mal auf die erste, ja, ich sag mal schon Neuigkeit ein. Und dafür gehen wir hier mal drauf. Wir haben eine einzelne Spielerleistung hier auch, die es so als Torwart, warum auch immer, nicht gibt. Um hier auch tatsächlich, ja, um das noch mehr und noch schneller sehen zu können, was denn wir für eine Leistung überhaupt haben. Außerdem 17 Jahre jung, mein Spieler, natürlich die Nummer 12, Janodopoulos, alles klar. Und zentral offensiver Mittelfeldspieler sind wir hier beim 1. FC Nürnberg. Wollen die Mannschaft mal wieder mit in die Bundesliga hochbringen. Mal gucken, ob es klappt. Viel Spaß. Das Ganze ist eine Pilotfolge und ihr seht es schon wahrscheinlich, ich orientiere mich ja auch auf der linken Seite des Spielfelds. Es gibt zwei ZOMs und ich bin der linke. Rechte Seite liegt mir ein bisschen mehr, aber passt schon. Ich werde mich dran gewöhnen. Oh, das ist schön gespielt, das ist richtig gut. Und oh, da biete ich mich doch mal an und kann vielleicht mal selber schießen mit dem schwachen linken Fuß, aber ich komme nicht durch. Und hier sieht man das Ganze auch mit den veränderten Einstellungen. Auch die Gegner kommen halt zu Chancen. Das war ja immer so bei der Spielerkarriere. Ach, die schaffen eh nie was und so. Und hier ist es wirklich ausgeglichen, ein spannendes Spiel dadurch. Und das macht die Karriere dann natürlich auch spannend. Und da ist es. Sag ich ja, die Gegner sind auch gut. Die können Tore schießen. Es steht 1:0. Hannover führt. Aus meiner Perspektive konnte ich das Tor so jetzt gar nicht sehen. Aber zum Glück gibt es eine Wiederholung. Da bekommen wir es angezeigt. Ah, das haben die noch schön rausgespielt. 1:0. Halbzeit, es bleibt beim 1:0. Ja, die Folge hält noch alles Mögliche für uns parat. Noch ein zweites Spiel in der zweiten Fußball-Bundesliga und auch DFB-Pokal am Ende, wo wir uns drauf freuen können. Also, ach, das gibt's doch nicht. Also alles mit dabei. Und, ah, das war eigentlich stark. Aber ich hoffe auch noch ein Comeback von uns. Oh ja, können wir einen Konter einleiten. Komm, Hannover gerade wieder auch wirklich die bessere Mannschaft. Und ja, schön gefordert. Und ich lege direkt weiter, wenn ich es machen kann. Oh, was ist das für ein Pass? Katastrophe. Ihr seht's, mein Spieler, wir sind auch ganz am Anfang. Und deswegen auch eine Pilotfolge, wenn euch das gefällt. Also lasst mir in den Kommentaren mit der Bewertung da und so, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ihr müsst es mir unbedingt zeigen, weil dann mache ich dafür davon auch mehr. Und oh, das ist ja schön gespielt. Hätte ich flach machen sollen vielleicht. Oh, ach, der Kopfball hätte aber auch besser machen, können. Oh, da ist das 2:0 gefallen. Also die Kameraperspektive ist natürlich für die Atmosphäre richtig geil. Manchmal sieht man nicht alles, vor allen Dingen halt vorm eigenen Tor, wenn ich selber natürlich als ZOM nicht ganz so nah mit dabei bin. Aber Hannover führt jetzt mit 2:0. Wir hatten kurz mal ein, zwei gute Chancen und jetzt, ja, Hannover natürlich eine Spitzenmannschaft in der zweiten Fußball-Bundesliga. Auch natürlich mit ganz, ganz großen Ambitionen aufzusteigen. Oh, da kann ich mal einen Ball abfangen. Oh, das war schön, das war schön. Und ach, da haben wir die Mitspieler. Das, die, klar, erster Zweitligaspieltag. Die sind noch nicht alle ganz gut eingespielt. Und wir sind ja auch neu in der Mannschaft. Ist logisch. Und vielleicht das 3:0. Nein, oh, den hat er gehalten. Sehr gut.
Nein. Jetzt verursache ich noch einen Elfmeter bei der Ecke. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das ein Foul. Oha. Der neue Spieler verursacht direkt mal einen Elfmeter. Wo? Also bitte. Wo war da das Foul? Nun gut. Der Auftakt. Spannend ist es. Also da können wir uns nicht beschweren. Und er ist sogar gehalten. Ehrenkeeper. Yes. Also Niederlage wird es vielleicht trotzdem, aber immerhin durch unseren... Ich meine, ich weiß auch nicht. Also der Schiedsrichter hatte da wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwie... Da muss doch der Videoschiedsrichter eingreifen. Hör mal, also wirklich. Wenn ihr perfekte Kameraeinstellungen für die Pro-Kamera habt, wenn man Spieler ist, um tatsächlich auch hinten ein bisschen mehr zu sehen, packt das mal gerne rein. Ich habe den Zoom jetzt mal ein bisschen rausgenommen, also komplett rausgenommen eigentlich. Normalerweise steht ja alles auf 10. Schreibt mir das gerne rein, wenn ihr mehr Folgen haben wollt, damit wir hier auch von der Kamera irgendwie das noch ein bisschen mehr haben wollt. Die Pro-Kamera will ich aber auf jeden Fall benutzen, weil die... Ja, von Atmosphäre und so bringt die ein bisschen mehr mit und man konzentriert sich wirklich mehr wirklich auf diesen eigenen Spieler und hat nicht diese ja, Trainerkarriere-Ansicht, sag ich mal so, ne? Es gibt den nächsten Strafstoß. Das Alter! Der Schiedsrichter ist ja mal sowas von auf der hannoverischen Seite, ey. Das ist doch ein Hannoveraner, sehe ich doch. Aber gut, ey, da war jetzt, das soll ein Handspiel gewesen sein. Also Würzburg, was die beschweren sich, das ist ja lächerlich. Wir müssen uns hier beschweren. Und hält er schon wieder, oh, er ist schon wieder nicht drin, das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt, wenn ich schnell wäre plus Ausdauer hätte, ach, ärgerlich, ja, Spiel früh ab, oh, das ist, ach. Gott, oh Gott. Okay, Spiel abgepfiffen, 2-0 Niederlage, super viel passiert. Es hat echt viel Spaß gemacht, die Einstellungen waren auch gut. Hannover, klar, eine bessere Mannschaft und so. Es fallen Tore, es ist alles mit dabei eigentlich. Echt geil. Also einmal, um hier nochmal in diesem Karrierebildschirm zu sein, bevor wir jetzt zum nächsten Spiel... Ah, oh. Das kommt auch noch mit dazu. Wir stehen nicht in der Startelf gegen Paderborn. 17, ZOM, passt alles. Training... Wird auch mitgemacht. Wir haben eine 67, kurz vor einer 68 und jetzt gegen Paderborn werden wir tatsächlich gar nicht berücksichtigt. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber das ist natürlich auch ein cooler Punkt der Karriere. Klar, im Pro Evolution Soccer kann man ein- und ausgewechselt werden, aber schauen wir mal, wie Nürnberg hier jetzt agieren wird. 2-1 gewonnen, das ist doch schon mal gut. So, vor dem Pokalspiel haben wir sogar jetzt die 68 schon erreicht und bitte... Lass mich, stell mich auf, bitte Trainer. Yes, oh mein Gott, ich hatte so Angst. Oh mein, ich will da unbedingt spielen. Und wir spielen Pokal Nürnberg gegen Osnabrück. Und dadurch, dass es ja auch, wir sind ja wieder im Jahr, in der Saison 2021, ja. Und das bedeutet hier mit der, ja, ich sag mal, ursprünglichen Mannschaft und ich stehe auf der rechten Position, das wird ja immer cooler. Scheint der Trainer mitgehört zu haben, mitgeschaut haben in die Folge. Und die Aufstellung ist nicht so wie in der Torwartkarriere ist bei uns so teilweise so richtig dumm einfach. Also Pokal, Leute, wir starten rein. Ja, und es ist nicht nur DFB-Pokal, sondern eine kleine Besonderheit ist es schon. In der zweiten Fußball-Bundesliga haben wir hier auch mit Nürnberg ein originales Stadion, was natürlich auch perfekt für die Atmosphäre ist. Also, Anstoß, wir haben Anstoß, Heim, mein Heimdebüt quasi auch noch, das soll jetzt besser laufen als, ich meine, es ist, alles Mögliche ist passiert, außer was Gutes für Nürnberg in der letzten Partie. Also das wollen wir jetzt hier natürlich irgendwie umlenken, aber ich meine, Nürnberg hat es ja auch gerade gezeigt gegen Paderborn, 2-1 haben sie da gewonnen, wieso sollte das nicht hier auch klappen? Oh, das ist ein schöner Pass, komm, das ist ein schöner Pass, das kann doch sogar zu einer, oh. Also war das ein Schuss oder? Gibt es jetzt Elfmeter für uns? Alter, die Folge kann ja. Ich glaube, es gibt Elfmeter für uns. Diesmal Handelfmeter wieder. Die Folge kann nicht verrückter werden. Das ist der dritte Elfmeter im zweiten Spiel quasi von. Alter, ist das crazy.
Wer schießt jetzt den Elfmeter? Wir natürlich nicht, hätte mich auch total gewundert. Achte Spielminute kommt schon, Leute. Daumen drücken, jetzt geht's los. Pokalkrimikante schon eröffnet werden, aber... Alter, die sind so lost mit den Elfmetern. Ist der Wahnsinn. Was ist denn hier los? Ja, wir müssen auch mal hier in der Verteidigung mithelfen. Haben da jetzt gerade nicht wirklich gut mitgeholfen. Osnabrück auch gerade wirklich stark im Angriff. Wow, ich darf mal einen Einwurf sogar machen. Ja, super, klasse. Und da bekomme ich direkt den Ball nochmal und tolle Drehung und irgendwie den Ball nach vorne. Klar, jetzt ZOM den Ball verteilen. Ich versuche aber auch mal über die Außen zu rennen. Ich dachte halt wirklich eher, dass ich so ein wirklich klassischer Spiel mache, aber bei Nürnberg ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber auch eine interessante Rolle. Und da haben wir jetzt leider das 1-0 für Osnabrück. Das gibt's doch nicht. Wir haben 11 Meter und die kommen irgendwann zu der Chance und erzielen tatsächlich das 1-0. Kurz vor der Halbzeit nochmal vielleicht eine Möglichkeit, einen Vorstoß zu wagen. Noch wird nicht abgepfiffen, aber Osnabrück, ach, jetzt ist abgepfiffen. Halbzeit 1-0, Osnabrück steht jetzt natürlich nicht mehr so offensiv. Das heißt, sie können defensiv, das wird natürlich noch schwieriger für uns. Oh, da habe ich den Pass schön gefordert. Oh! Oh mein Gott! Nein, falsch! So! Oh! Ho, ho, ho. Yes! Ja! Ich kann mich auch mal anbieten. Klar, wieso nicht ein ZOM, der da mal durchstürmt? Mit 1,83 nicht der schnellste und flinkste, aber klappt auch! 1-1! Ah, schöner Pass und jetzt kann ich mich auf der Außenbahn nochmal anbieten. Das ist kein Abseits. Flanke kommt. Zur Ecke geklärt. Ich glaube, das wird ein richtig spannender Pokalfight. Prädestiniert für den Kopfball bin ich vielleicht auch nicht. Gehe aber mit rein. Und ja, einfach mal schießen, klar. Also irgendwie kann man ja auch mal mit Glück irgendwie einen Führungstreffer erzielen. Ich glaube, das Spiel... Das ist jetzt ein anderes, also das spüre ich schon. Ja, auf der Außenbahn. Den machen wir mal dicht. Ein bisschen rumspielt, Tiki-Taka. Die FC Barcelona, ja, einfach mal schießen, einfach mal schießen. Ich fordere an, dass er schießt und. Ah, na, aber ey, ihr seht's, es bessert sich. Also, es wird noch ein richtiger Krimi, glaube ich. Nein. 2-1, Osnabrück. Ich habe es wieder nicht gesehen, ich höre einfach nur plötzlich den Jubel. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, die Torlinientechnik wird sogar wieder mit eingesetzt. Ich würde es aber mal in Gänze sehen, bitte, wie das Tor entstanden ist. Tja, so eine Wiederholung zeigt ein FIFA leider nicht. Sehr schade. Also, LZM habe ich jetzt bekommen als neue Position. Das ist ja auch irgendwo ganz anders. Muss ich erstmal rüberrennen, hör mal. Ja, kann ich mich direkt nochmal anbieten. Also jetzt irgendwie. Klar, die werden jetzt nochmal eine Mauer bauen. Ich bin wieder da. Ah, komm, Nachschuss. Yes. Ping-Pong im Strafraum. 2-2. Alter, wild. Geht's in die Verlängerung? Schafft irgendein es doch noch? Also das ist ja ein Hin und Her. Wenn wir uns jetzt mal wirklich durchsetzen können, mal die Führung. Wir waren nach dem 1-1, waren wir wirklich gut. Und dann so ein ärgerlicher Treffer wieder. Jetzt müssen wir mal schauen. Also wie sieht das jetzt mit meiner Position aus? Also der Trainer sagt erstmal, wir spielen hier ganz gut, aber können wir jetzt hier auch noch... Oh, Alter, das ist auch interessant. Ja, es ist schön, das alles so zu sehen. Das sind tolle Statistiken. Aber ja, hier über die Bewertung sehen wir jetzt quasi, es ist ein 4-3-3 jetzt geworden. Und wir sind tatsächlich jetzt ja, im linken zentralen Mittelfeld. Wir sind jetzt hier alle hinten mit drin. Irgendwie wollen wir uns mit in die Verlängerung retten. Ich muss auch mit verteidigen. Und fangen sogar den Ball ab. Natürlich, jetzt nicht einfach irgendwie sinnlos rausschlagen oder so. Jetzt ist... Boah, Alter. Okay, nochmal fassen. Verlängerung. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Und meine Ausdauer, ey, Leute. Das wird eine richtig enge Kiste und wenn es dann sogar Elfmeter schießen, ey, was ja noch alles passieren kann. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder eine neue
eine neue Position, dass ich da jetzt gerade stand. Dass man die Position nicht irgendwie da rechts oben oder links unten oder so direkt angezeigt bekommt, dass man immer weiß, wo man jetzt gerade ist, falls man es irgendwie mal verpasst, dass es irgendwie eine Umstellung gab. Das ist ein bisschen schade. Aber egal, wir versuchen den Angriff irgendwie... Ah, die Kameraperspektive, also so sehe ich natürlich gar nicht, wo ich hinwerfen soll. Da geht nur das. Ja, die spielen da ganz gut. Mal außenrum, angeschnittener Schuss vielleicht. Boah, okay, der war zu angeschnitten. Junge, war das heftig. Also das war aber nicht, würde ich... Also ich wollte ihn eher so rechts oben ins Eck und der ist ja irgendwie aber... Dann doch hat er sich zentral gedreht noch. Aber... Hübsch, hübsch anzusehen. Ja, tatsächlich, es gibt wieder eine neue Aufstellung. Ein 3-4-3 ist es jetzt. Und das wurde mir gar nicht gesagt. Hey, der Trainer, also der weiß auch nicht, was er will. Also der will natürlich weiterkommen und scheinbar... Also das müsste eigentlich noch ein bisschen besser kommuniziert werden. Also das haben wir dadurch natürlich, vor allen Dingen wegen dem Spielgeschehen, auch eine, ja, ich sag mal, mit sehr defensive Rolle bekommen. Weil es gibt nur eine Dreierkette dahinter. Und ja, Ecke, also da haben wir ganz schlechte Gedanken dran. Da wollen wir jetzt natürlich nicht nochmal einen Elfmeter verursachen. Konter nach einer Ecke, auch immer wieder was ganz Interessantes. Aber, boah, mein Spieler, ich kann mich einfach noch nicht wirklich gut durchsetzen, aber der Pass kommt an. Da muss er nur laufen und dann ist es auch noch abseits. Kann es dünner sein? Ich glaube nicht. Was auch dünn ist, ist die... Ausdauer von mir. Aber natürlich auch von allen anderen auf dem Feld. Zum Glück auch von den Gegnern. Es ist der Wahnsinn. Ich glaube, für Nürnberg, so wie das hier jetzt gerade aussieht, es geht wirklich eigentlich nur noch darum, vielleicht ein Lucky Konter, aber dafür ist die Ausdauer vielleicht auch zu schlecht. Oder halt einfach wirklich ins Elfmeterschießen retten. Mehr steht hier, glaube ich, gerade nicht auf dem Spielplan. Erzgebirge Aue gegen St. Pauli. Auch die sind noch in der Verlängerung. Auch da steht es 1-1 bei uns ja hier 2-2. Die letzten 15 Spielminuten. Und ich stehe wieder woanders. Ey, wirklich. Er wechselt er immer? Ne, diesmal bin ich sogar noch auf derselben Position. Aber ey, okay. Leute, nochmal Daumen drücken. Weiter geht's. Nee, jetzt gibt's wieder Elfmeter. Alter. Okay, in der Torwartkarriere ist dieses Handelfmeter, da kommt das so gut wie nie vor. Aber hier haben wir ja in zwei Spielen, also ja, okay, ist jetzt Verlängerung, aber insgesamt schon viermal gehabt. Das ist ein bisschen too much jetzt. In der Torwartkarriere hat man das eigentlich wirklich fast nie, aber... Komm, bitte, der darf jetzt nicht drin sein. Bis jetzt war ja alles nicht drin. Okay, jetzt, das ist so unglücklich. Der ist auch schon wieder so scheiße. Okay, das ist mies. 10 Minuten noch. Das letzte Mal, als wir noch 10 Minuten hatten, haben wir dann tatsächlich noch ein Tor erzielt. Die Situation ist jetzt aber ein bisschen anders. Ja, aber ich bin nochmal da, aber... Oh, das ist auch der schlechte Versuch, ey. Hör mal, also viel besser hätte es auch nicht laufen können. Und jetzt kommt das vernichtende 4-2. Wir sind aus dem DFB-Pokal raus. War aber wirklich spannend. Das war wirklich spannend. Und da sieht man einfach... Mit den Einstellungen, die ich jetzt hier für die Karriere habe, wie geil das sein kann. Wir schießen Tore, die Gegner schießen Tore. Da ist ordentlich, also ordentlich Leistung gefragt und eigentlich ist es mega cool. Es ist mega cool. Das Ergebnis jetzt natürlich geht so. Letzte Minute Nachspielzeit. Also ich finde, die Karriere macht richtig viel Spaß. Das Potenzial ist auf jeden Fall für eine tolle Spielerkarriere da. Alle Bausteine sind gelegt. Wenn ihr das jetzt noch weitersehen wollt, wenn ihr nächste Folgen sehen wollt von dieser Spielerkarriere, wir kommen da bestimmt auch schnell durch die ersten Saisons durch und so, wenn wir nicht immer in der Startformation sind und so und arbeiten uns da gut voran. Vielleicht auch mal länger jetzt mal bei einem Verein oder so. Alles möglich. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr dann eine Bewertung da lasst und auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns vielleicht schon in der nächsten Folge, wenn es tatsächlich zum Projekt wird, dann natürlich hier auch in der Endcard eine Playlist dafür, falls ihr das irgendwie später seht. Und ja, würde mich sehr darüber freuen. Bin ich ganz gespannt. Mir macht Spaß. Hoffentlich vielleicht ja euch auch. Schau mal und dann sehen wir uns ansonsten am Freitag wieder zur nächsten Staffel der Torwartspielerkarriere. Freitag 17:30 startet die wieder. Auch das läuft natürlich weiter. Vielleicht ja beides sogar parallel zur Abwechslung. Bis dahin, haut rein, Leute. Abonniert auch den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und ciao.